natürlich, wo er herkommt, in Deutschland aber auch. Man hat ihn mal den German Hunter genannt, weil er so viele Deutsche besiegt hat. Also ist ein starker Mann. Hat dann gegen Steven Menzing hat er dann mal verloren. Aua. In Deutschland, da wurde er gestoppt. Guter Mann, ja. Der hat ihn ein bisschen durchdominiert. Aber Ranger-Mann kommt immer wieder zurück und immer mal spannend. Das heißt, hier haben wir einen Bodenkämpfer, einen Bodenspezialist vor uns. Ja. Da frage ich mich auch, wie die das Gewichtslimit schaffen. Das, da sieht man noch einen deutlichen körperlichen Unterschied, aber der Schamane ist auch, glaube ich, einen Kopf größer. Das kann, ja, das wird man gleich mal sehen, was oben sind, aber. Aber, Frage ist natürlich auch immer bei den amerikanischen Soldaten, wie gut sie trainieren können jetzt hier, wenn sie in Deutschland stationiert sind, ne? Ja, aber Rammstein viele können natürlich viel trainieren, weil sie eben wenig Einsätze haben. Ja, aber auch passende Fachner, Spannungsfachner, ne? Aber hat der Rammstein auch nicht weit weg. Rammstein ist gerade mal gut, ja, knappe 90 Minuten entfernt. Und da gibt es einige, die da gibt es richtig viele. Ich meine, da ist ja die größte Kaserne außerhalb der USA, ne, ungefähr. Die erste Runde, Round 1. Beide wirken wieder sehr fokussiert. Und an dein Knie, wie du eben sagtest. Genau, da fing er direkt mit an. Er sucht direkt den Clinch. Ja. Bewegt sich aber doch für seine Statur relativ flott. Relativ flott, genau. Aber auch nicht zu hitzig. Also er weiß wohl auch, was auf ihn zukommt. Ja. German da relativ explosiv. Ja. Schöner Drehkick. Also hat ihn zumindest gestriffen. Ne? Ja, also sehr komplett. Ne? Oh, hey. Ja. Da hat es dann aber gescheppert. Ende des Kampfes. Da war dann die Muskelkraft doch zu spüren. Mein lieber Scholli, der war wirklich stehend weg. Der war richtig weg. Der ist auch jetzt noch leicht daneben, ne? Ja, er guckt noch ein bisschen komisch. Er will weitermachen. Er hat nicht verstanden, dass Ende ist. MMA gibt es kein Anzählen. Ja, wieder ein schneller Kampf. Also Sieger und damit Halter des Welttitels im Mittelgewicht der World Kickboxing Union ist aus den USA Clinton Williams. Jetzt haben wir auch Klaus Nonnenmacher, den Chef vom Verband oben. Der wird den Gürtel übergeben. Im Ring sehen wir den Präsidenten der WKU. Ja, es wird ihm der Gürtel übergeben. Ja. Schönes Ding. Ja. Könnten wir aufstehen, aber ich bin zu alt dafür. Oder gibt es einen für Rentner? Das können wir ja einführen. Gute Idee. Also ich mache vielleicht eine Veranstaltung, da gebe ich dir dann einen Rentnergürtel. Okay, danke. Wenn du im Gegenzug eine Veranstaltung machst, wo ich einen kriegen kann. Genau.